Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir suchen uns mal jetzt eine Taverne, den nähersten am besten. Blendrun Reverend says reaching for your map. Okay. Ehrenfrau auf jeden Fall. Das müsste dann die Taverne sein. Dann gehen wir da mal rein, pennen 10 Tage durch. Dann holen wir unser Equipment aus. Schnell wieder zurück. Moin. Hätte gern einen Raum. Single würde reichen. 240 Stunden. Ne. How many days? 10 days. 10 Tage? Ja. Ist das richtig? Genau, hier da auf 10 Tage ist richtig, genau. Ja. Und dann hier war das. 240. 240 Stunden. Einfach mal 10 Tage wieder durchgepennt. Dann holen wir unser ganzes Equipment wieder zurück. So. 240 Tage wollte ich da jetzt pennen. Unglaublich. Ja, aber man merkt, es ist schon Ewigkeiten her, wo ich das letzte Mal das hier gespielt habe. Weil als hier High on Life raus war, ich musste das sofort spielen. Ich wollte das sofort spielen. Eines der geilsten Spiele überhaupt. Finde ich. Da draußen war. Ja. Status. Müssen wir jetzt den anderen noch mal finden, wo auch immer der war. Da war hier ein bisschen weiter nach dem Norden. Legolas, genau, da. Das heißt, hier jetzt dran vorbei und dann bis hierhin und dann nach Norden. Und dann können wir gleich nach Eldenroot, oder wie das jetzt hieß, gehen. So, wo haben wir Legolas Store jetzt? Da hinten. Gut. Nee, komm, ich will dran vorbei. Ja. Da werden wir. Ja, nice. Und Status. Ja. Super. Status. Super. Und Euro Status. Müssten wir hier jetzt eigentlich alles wieder haben. Alles minus 15 und da minus 20. Müsste jetzt eigentlich alles bleiben. Dann können wir uns eigentlich auf den Weg machen nach hier Eldenroot. Dann geht die Uhrzeit hier. 4:35 Uhr. Sieht auch ganz schön dunkel aus mittlerweile. So, wir haben Hammerfell durch, Skyrim haben wir erledigt und Valenwood haben wir dann erledigt gleich. Fehlen noch Hyrox, Somerset, Blackmarsh, Morrowind, Elsweyr und die Kaiserstadt. Da
Kaiserreich besser gesagt. Rodeil. Elmgrove. Elmgrove in Walnut Province. The date is Friday, 25th of Morningstar in the year Dutera 391. Based on the current weather, it will take 14 days to travel here. The total distance is 540 kilometers. You should arrive by Midas 9th of Sun's Dawn in the year Dritte Ära 391. So, dann wollen wir dahin. So, Elden Grove, the small overgrown entrance to the Elden Grove stands before you. Guarding secrets forgotten for ages, somewhere within its misty corridors lies the third piece of the Staff of Chaos. Rolling die Geile aus, ein Bild. Also, hier, Exit. Oha, sieht ganz schön neblig aus hier. Würde ich sagen, hier machen wir auch nochmal ein Safe Game auf die 2. Und holen uns das hier mal raus. You enter Elden Grove, chilled by the mists that lend perchip to. Perpetual gloom to this melancholy place. You can hear things shuffling through the overgrowth and distant growling and mooning that does not sound human at all. Oh, ich bin gespannt, was hier auf uns zukommt. Kein normaler Dungeon, kann es sein? Wölfe höre ich schon. Wo sind die? Hier irgendwo bestimmt, ne? Da haben wir einen Wolf. Hat nichts. Hat mal wieder einer. Aber wenn es hier nur Wölfe sind, dann habe ich kein Problem mit. Gegen die zu kämpfen. So, hier sind wieder irgendwo Wölfe. Da. Zumindest sind es keine Spinnen. Oh, was ist das? Wieder ein Geist. Okay, Geist hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich hin muss. Boah, ich habe mich jetzt deswegen erschrocken. Ich wollte schon fast auf dem losgehen. Das ist aber mal ein anderer Dungeon. Gefällt mir auf jeden Fall, dass mal sowas ist. Statt immer nur in irgendwelchen dunklen Höhlen. Werde ich hier noch irgendwas attackiert? Nö. Ah, hier geht's auch weiter. Schnauze! Schade, dass ich keinen Wolf als Begleiter haben kann. Hier. Das wäre echt schön gewesen. Einen kleinen süßen Wolf als Begleiter zu haben. Boah, ich wollte schon wieder auf die Statue losgehen. Mit Statuen ist aber. Boah. Schreck mich nicht so, Digga. Hier sonst noch einer? Boah. Herzinfarkt. Boah, ich finde persönlich, das ist jetzt eine der schönsten Dungeons hier.
wahrscheinlich welche schon ein bisschen mehr auch erkunden. Schauen, was wir hier vielleicht noch finden. Da gibt's ja auch Loot. Wer weiß. Ah, wieder diese Geister. Healing Potion, ja, komm. Noch ein. Ah, ich finde, es wäre schon Zeit wieder für ein Level-Up. Bin sehr stark dafür. Sind wir wieder hier? Okay, wir sind nicht wieder am Eingang. In der Sackgasse. Er hat nichts. Noch mehr Wölfe kommen hier jetzt nicht. Oh, da war eine Tür. Schnauze Wolf. Da war eine Tür irgendwo. Hier jetzt rein. Oh. Was haben wir hier jetzt gefunden? Ein Schatz. Nice. War zwar jetzt kein großer Schatz, aber besser als gar kein Schatz. So, wo wollen wir jetzt hin? Schon ein krasser Irrgarten hier. Komm, wir gehen mal da. Ah, geil. Sehen wir schon, wo es hier hinführt. Weiß ich gar nicht, wäre hier noch irgendwo was. Monster, Geist, oder Oma. Auch einfach wirr umher. Also zwei Wölfe. Und aber noch kein Level Up. Wann würde ich eigentlich das nächste Level Up kriegen? Wir sind hier, was Experience angeht, schon bei 1,3 Millionen. Ich finde schon, wir bräuchten mal wieder ein. Jo, hier sieht schon. Gefunden. Aber auch nicht weiter dahin, irgendwie. Da war ein Geist. Muss ich hin? Lauf hier auch irgendwie nur wahllos irgendwo hin, ziellos. Ich schlag zwar halt hin und wieder mal ein paar Wölfe. Hab nicht einen leisesten Schimmer, wo jetzt eine Tür sein soll. Ein Weg oder. Oder hier zumindest das dritte Stück vom Stab. Aber immerhin, die Gegner sind hier eher leicht.
Hier geht's nirgends so einfach. Hä? Ach so. Ja, hier geht's auch nirgends so weiter. Ist nur hier rum. Boah, weit sehen kann man hier echt gar nicht. Was ist das denn jetzt? Wer hat mich attackiert? Wo ist denn der? Oder war das denn irgendwie eine Falle? Irgendwer oder irgendwas hat mich gerade attackiert. Und ich habe den nicht gesehen. Noch nicht weiter. Noch nicht. Wo geht's denn jetzt weiter? Osten waren wir noch gar nicht. Also noch nicht wirklich. Hier ist wieder ein Raum. Ah, nice. Unten, Tanto kommt, den nehmen wir mit. Kann sein, dass er magisch ist. Oder wertvoll. Okay, wo ist noch einer? Hier sind aber viele Wölfe jetzt gewesen. 6 Stück. Einfach mal 6 Wölfe hier. Okay, wir sind jetzt weit im Osten. Aber wir gehen, bleiben auf der östlichen Seite hiervon. Und das führt nirgendwo hin. Super. Das. Ihr habt das auch gehört, oder? Hat sich nach Raben oder sowas angehört. Neues Monster oder so? Auf das ich jetzt zutreffen werde, da ist wieder ein Geist. Hier gibt's also nichts. Ne, da war die Sackgasse. Müssen wir hier rum. Schnauze wollen. So, jetzt ist die Frage, wo muss ich hin? Hier doch bestimmt irgendwo liegen. Die Bäume scheinen jetzt interessant zu sein. Da ist noch ein Wolf. Warte, was haben wir hier? Ja, da können wir irgendwie rein. Kommen wir hier rum irgendwie nochmal dahin. Scheiß Geister. Noch ein Schatz. Nehmen wir mal alles mit. So. Hier fehlt noch jede Menge. Hier waren wir noch gar nicht. Aber ich gehe mal hier rum. Geht da. Kommen wir wieder zurück, wo wir vorhin waren. Gehe ich hier mal rum. Da waren wir noch nicht, ne? Ja, scheiß drauf.
Ich will jetzt wissen, wo es weitergeht. Hier definitiv nicht. Auch nicht. Also, okay, hier rum. Runter, würde ich sagen. Ah, wieder diese Geister. Kann er auch mal drauf gehen? Die Wölfe haben auch irgendwie nie was. So, hier würde ich mal nach Süden gehen. Wo auch wieder eine Sackgasse ist. Was hat dieses Geräusch zu bedeuten hier? Geist. Ich glaube, hier müsste der irgendwo sein. Weil das ist das einzige Gebiet, was wir hier noch nicht wirklich. Oder hier. Ja, wir erkunden erstmal hier im Osten. Südosten. Ich hoffe, hier ist irgendwo der Eingang. Oh, wir haben es gefunden. Dann würde ich sagen, hier einmal. Ein Safe Game machen auf die 3. Und dann rein. Oha. Und hier jetzt aus. Noch eine Ratten da oben. Okay. Ja. Norden oder Süden? Komm, wir gehen erstmal Süden. Auch wenn die, wenn wir jetzt ordentlich Schläge von der Ratte bekommen. Jetzt hier eigentlich tatsächlich härtere Gegner erwartet als Ratten oder Wölfe. Hier ist aber auch echt extrem dunkel alles. Achso, wir sind wieder in dem Gang. Noch eine Tür. Ah, okay. Alles ein und dieselbe. Oh, diese Ratten. Hier haben wir Wasser. Wir gehen erstmal aber noch nicht ins Wasser. Wir versuchen erstmal zu Fuß den Weg zu finden. Da ist wieder Wasser. Hier sieht schon, finde ich, geiler aus als in den meisten anderen Dungeons. Hier ist auch wieder Wasser. Und ein Boot. Ich glaube, die Boote werden wir noch irgendwie brauchen. Okay, hier kommen wir erstmal nicht anders weiter. Aber da im Süden gibt es nicht viel. Dann würde ich sagen, wir nehmen erstmal das Boot. Wo auch immer da jetzt nochmal ist. Ging das noch mal so, ne? Ah, okay. Gehen wir mal Richtung Norden. Nee.
Hier lang vielleicht? Ja, wir gehen erstmal hier lang. Den ganzen Fluss hier entlang. Ah, geil, wir können hier auch drunter her. Nice. Aber ich würde gerne auch mal hier am Land sein. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Scheiß Zombies. Ja. War klar, dass der nichts hat. Wo laufen wir gerade hin? Ah, okay. Oh. Der hat mich jetzt erschrocken. Weil er auf einmal aus dem Nichts von hinten kam. Oh, vielleicht gibt es hier noch Schätze. Nee. Was Loot angeht, bin ich aber in letzter Zeit eher enttäuscht. Oh, Schatz. Und ein Tork, nice. So, rüberspringen. Oh, scheiß Zombie. Wieder ein Boot. Ich glaube, das mit dem Boot hat zu bedeuten, dass wir hier... Nein. Wir gehen hier gleich drauf. Scheiße. Nein, nein. Und schnell. Wo ist denn das Viech? Wo ist das Viech, das auf uns geschossen hat? Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge suchen wir mal weiter hier nach dem Stabstück. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.